Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil mir alle Unterrichtseinheiten Spaß gemacht haben. Die waren komplett unterschiedlich. Für mich war zum Beispiel das Partnering und Impro ganz neu. Aber gerade diese Herausforderung hat mir auch Spaß gemacht. Wohingegen zum Beispiel Contemporary oder Jazz für mich gewohnte Tanzstile waren. Es aber auch schön war, das nochmal in einem ganz anderen Kontext zu erleben. Well, surprisingly, I would say ballet, which is one of the things that I did not expect to like or to even do when I first joined. But I would say the deeper I went, or the more I went to ballet classes, the more I realized how amazing of a dance it is and how it works on your entire body, and it teaches you a lot of things. Tribal Belly Dance, weil es so viele Sachen miteinander irgendwie kombiniert hatte, die ich eh schon irgendwie kannte, aber auf einem anderen Level. Und Contemporary hat mir auch ganz viel gebracht, weil ich das noch nicht, also das habe ich noch nicht viel gemacht. Also das war ja ein Contact Impro, das muss ich auch sagen. Das ist was irgendwie fürs Leben. Ja. Zum einen ist es Florencia mit Fluent Body, über die ich nochmal wie so einen ganz neuen Zugang zu meinem Körper bekommen habe. Und auch verstanden habe, wie viel Wissen da eigentlich noch drin ist, was man anzapfen kann. Dann ist es Lea mit Belly Dance. Hat auch so in meiner Weiblichkeit nochmal einiges angeregt. Und Christoph mit seiner Contemporary Klasse, weil es da um so ein Grenzenüberschreiten geht. Gerade wenn es über Kopf geht oder in so akrobatischere Elemente, wo erstmal eine natürliche Barriere da ist, die man überwinden muss. Da hat er auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, das unterstützend eigentlich jedem zugänglich zu machen.